Ja, da schlägt sie den Ball aus der Hand und möchte dann selber Einwurf machen, das natürlich nicht. Einwurf für Parchim. Und der Wurf aus einer Position, aus der man natürlich nicht werfen kann. Und da sieht man, hat man eben schön den Unterschied gesehen zwischen der Abwehrarbeit bei Grün-Weiß-Schwerin und dem bei Parchimer SV. Grün-Weiß-Mädchen sind da wacher, gehen hinterher, kämpfen um jeden Ball und auch der Wurf viel gehalten von Anna Groth. Doppeldribbling abgepfiffen, technischer Fehler. Aber auch da Grün-Weiß-Schwerin wacher. Und daraus machen sie eigentlich noch zu wenig. Und jetzt mal die große Chance für Parchim und Anne Groth hält erneut den Ball von Michelle Meinzner. Das war die große Chance für Parchim, hier zum ersten Treffer zu kommen. Und jetzt die Möglichkeit übertreten. Die Torhüterin den Ball gut gehalten, aber es war eh übertreten. Die Möglichkeit diesmal erneut gehalten. Da kann sich auch die Parchimer Torhüterin einmal auszeichnen, die bisher ein bisschen auf verlorenem Posten stand. War eigentlich übertreten, aber das kann der Schiedsrichter auch von der Position nicht unbedingt sehen. Und dann das Tor Nummer 3 von Shira Rüdiger, 12:0. Übertreten. Deswegen Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Schwierig zu fangen. Der lange Ball. Und das Tor von Caroline Düsselberg. Aber da hat man den Unterschied gesehen. Ganz klar, eine Diatel, die versucht, den Lauf zu machen, mit dem Ball zu prallen, dann den Ball verliert. Und da nicht hinterherläuft, keine Verteidigungsarbeit macht. Und dann ist es natürlich leicht für den Gegner. Jetzt mal die Möglichkeit. Dann die Erteilung. Und jetzt die Möglichkeit gehalten. Gegen Emily Seeland. Jetzt wird gestellt und jetzt gibt es den Wurf über das Tor von Michelle Rettmann. Und der Konter läuft
Und der Treffer von Chira Rüdiger. Zum 14:0. Und schön durchgelaufen und das erste Tor für den Parchimer SV von Michel Meitzner. 14:1. Anbieten, nicht verstecken, Leute. Anbieten und freilaufen. Wir wieder. Nach vorne. Spielen. Stefanie, Steffi, Steffi, du bist hier außen. Zurück! Der Ball deutlich zu hoch. Und ja, die grün-weiße Mannschaft steht fast vollständig vor des Gegners Kreis. Oh, schön gesehen. Nach dem Fehlwurf von Schira Rüdiger bekommt sie den Ball wieder und hat dann im Blick für ihre Mitspielerin Caroline Büsselberg zum dritten Treffer in diesem Spiel, Halbzeit 15:1. Und diese zweite Halbzeit läuft zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und dem Parchimer SV. Und es beginnt mit dem ersten Tor für Parchim nach knapp 8 Sekunden. Nadia Teil mit dem 15:2. Eine Entwicklung, mit der man nicht unbedingt rechnen konnte, weil das erste Tor für Parchim in diesem Spiel fiel erst sehr, sehr spät in der ersten Halbzeit. Und jetzt haben sie hier die Möglichkeit, sogar mit 2:0 in Führung zu gehen in dieser zweiten Halbzeit. Nadia Teil mit dem 15:3. Und es geht munter weiter. Nadia Teil mit dem dritten Treffer in diesem Spiel, in dieser Halbzeit, in dieser ersten Minute der zweiten Halbzeit. Das nennt man dann lupenreiner Hattrick. Sieht man auch nicht so oft. Und Charlotte Schüngel mit der ersten Parade in diesem Spiel. Und so ein bisschen hat man den Eindruck, dass Grün-Weiß Schwerin noch etwas in der Kabine ist. Und da haben sie dann auch noch Pech. Der Ball an den Pfosten. Und Einwurf für Parchim.
Carolina Büsselberg geht jetzt aus dem Spiel, hat sie ein bisschen wehgetan. Ja, und plötzlich hatte der Platz, dass sie selbst ein bisschen verwundert, die Michelle Meitzner, dass sie da den Einwurf zugesprochen bekommt. Gut, macht nichts, weiter geht's. Spieler decken. Und Nadja Stürmi 7. Nadja, geh ran an deinen Spieler da. Ja, Nadja Teil mit dem Ball vorbei am Tor. Und der lange Ball von Lara Sartenberg ins Aus und wieder für Parchim die Chance. Er soll gestellt werden. Sandberg und der Nachwurf ist drin. Von Nadia. Teil 15 zu 5. Ich möchte mal sagen, Halbzeitstand war 15 zu 1. Wir haben hier nach knapp 3,5 Minuten eine 4 zu 0 Führung für den Parchimer SV. Und der Wurf gehalten von Lara Sandberg. Und technischer Fehler. Ah, nee. Freiwurf gepfiffen für Kuhlmann Schwerin. Und die Chance für Svenja Kuhlmann zu ihrem ersten Treffer. Aber die Torhüterin aus Parchim ist jetzt warm geschossen. Und er war gut abgelaufen. Von Charlotte Büsselberg. Und zurück! Melanie! Los! Freu dich auf der Parche, mein Mann. Viel Freude über den Beginn der zweiten Halbzeit und jetzt das erste Tor für Grün-Weiß-Sparin in dieser Hälfte nach 5 Minuten. Komm, Abwehr, Abwehr, komm, komm. Shira Rüdiger mit ihrem 5. Treffer. 16 zu 5. Und Tabea Alm holt sich den Ball, schön gespielt. Also, da waren zu viele. Spielerin Tabea Alm mit dem Wurf und der ist dann drin, aber richtigerweise, so hieß es dann auch von der Bank, hochspringen und dann werfen, nicht aus dem Stand, wie hier passiert. 17 zu 5. Und Heller Teil und neun die Chance. Freiwurf für Parchim. Der Wurf übers Tor. Keiner wirklich an. Tabea Alm mit ihrem 4. Treffer.